Die Älteren unter Ihnen werden sich vielleicht noch erinnern, damals zur Dotcom-Blase. Es reichte, das Wort Internet zu nennen, wenn Unternehmen das getan haben. Internet, wow, gleich massive Kursanstiege. Und was damals das Internet in der Dotcom-Blase war, ist jetzt die KI-Blase. Künstliche Intelligenz reicht und die Dinge gehen nach oben. Und gäbe es diesen Hype nicht um KI, da ist ja durchaus wie bei jedem Hype immer etwas dran. Aber diese gigantischen Erwartungen werden erstens meistens überhaupt nicht erfüllt oder eben wie bei der Dotcom-Blase dann nur von ganz, ganz wenigen Unternehmen erfüllt, wie eine Google und andere, die dann wirklich das Rennen machen, aber man weiß halt im Vorhinein bei einem solchen Hype nicht, welche dieser ganz wenigen Aktien dann wirklich die richtige ist. Jedenfalls wäre der S&P 500, der US-Leitindex, der billionenschwer ist, der wäre dieses Jahr im Minus und würde unter 3.800 Punkten handeln. Das sehen wir hier. Wir sind 8% jetzt im Jahr 2023 im Plus. Ohne diese KI-Aktien wären wir 2% im Minus, also unter 3.800 Punkte. 260 Aktien im S&P 500 sind negativ in diesem Jahr, also mehr als die Hälfte. 30% in etwa sind in einem Bärenmarkt, haben also mindestens 20% von ihrem Hoch verloren. Hier sehen wir das in der Grafik, wie sich die Dinge darstellen. Und ganz typisch hier ein deutscher Tweet. Nvidia hat seit Jahresbeginn 100% gemacht. Nvidia ja so praktisch die Modeaktie, dass Tesla noch aus der Corona-Zeit auch massiv gestiegen, hat ja dann auch nicht ganz gehalten, wie wir inzwischen wissen. Also Nvidia seit Jahresbeginn 100%, KGV mit 167 jenseits von Gut und Böse. Und trotzdem wird Nvidia sich im Laufe der nächsten zwei Jahre nochmal im Kurs wegen KI und ChatGPT verdoppeln. Okay, nehmen wir mal an, das Unternehmen würde 200% wachsen in den nächsten fünf Jahren. Dann würde das Verhältnis zwischen Marktkapitalisierung und Umsatz des Unternehmens von aktuell 126 auf 50 fallen. Nicht das das Verhältnis Marktkapitalisierung zu Umsatz, sondern Kurs-Gewinn-Verhältnis, also Price-Earnings, würde dann von aktuell 126 auf 50 fallen. Das wäre immer noch extrem krass. Also Nvidia müsste Wunderdinge liefern, damit diese ganze Geschichte funktioniert. Und wenn wir uns mal anschauen, was zum Beispiel ChatGPT selber gesagt hat, also diese KI, die ja kooperieren von OpenAI, die ja kooperieren mit Microsoft, die haben davor gewarnt in ihrem Prospekt, gut, das muss man immer in Prospekten, Overvaluation Risk, also die Gefahr, dass das zu teuer ist, Unstable Earnings, Market Saturation, also der Markt gesättigt ist, oder eben der Wettbewerb Druck macht. Und wir haben ja vorher zum Beispiel bei ChatGPT ist Microsoft ja massiv gestiegen, dann in den letzten Tagen war Google gestiegen wegen der KI BART. Also das ist ja durchaus eine Geschichte, wo man nicht weiß, wer wird sich jetzt durchsetzen. BART ist zwar verbunden mit dem Internet und hat manche Vorteile, aber ist wohl in der gesamten, wie soll man sagen, sophisticated, in der ganzen Klugheit, Intelligenz, Vernetzung, was da an Antworten kommt, wohl deutlich schlechter. Und so stellt sich eben die Frage, price is what you pay, value is what you get, wie einst der Warren Buffett gesagt hat. Und das, was da passiert mit diesen Aktien, ist pure Spekulation. Ja, man kann natürlich spekulieren und kann damit auch Gewinne machen, wenn man da Long-Positionen hat. Ich würde aber abraten, darin zu investieren, also zu glauben, dass das Ding ewig weitergeht, denn es wird zusammenfallen, wie die Tesla-Aktie dann von ihrem Hoch nach diesem Massivanstieg zusammengefallen ist. Es wird zusammenfallen wie Bitcoin, nachdem es auf 68.000 Dollar gestiegen ist. Diese Dinge, die gehen eine Zeit lang gut, bis sie eben nicht mehr gut gehen. Und das ist genau das Problem. Valuations matter. Am Ende zählen immer Bewertungen, auch wenn das keiner hören will. Und derzeit sind die Bewertungen so hoch, dass selbst bei extremem Wachstum das eigentlich nicht zu rechtfertigen wäre. Wir sehen hier Nvidia etwa Price to Sales, also Marktkapitalisierung zu Umsatz. Das heißt, ich bezahle jetzt etwa 26 bis 27 Jahre nur den Umsatz, als hätte Nvidia keine Kosten, keine Ausgaben. Oder auch Prologis, Insulet und wie sie alle heißen. Also die Dinge sind extrem überspannt. Das gilt auch für diese Differenz zwischen Tech und dem Gesamtmarkt derzeit. Auch wenn wir heute durchaus nicht nur Tech im Plus haben, sondern auch etwa der Russell 2000, also die Nebenwerte steigen, aber das ist nicht das Muster der letzten Tage, liegt an Euphorie über
die Hoffnung, dass da eine Einigung kommt in Sachen Schuldenstreit, Schuldenobergrenze. Aber gucken wir uns hier mal an, wie ein Player am Markt begründet, warum er gerade diese Tech-Aktien kauft. Er sagt, wir favorisieren Wachstumsaktien über die sogenannten Value-Aktien, weil wir denken, eine Rezession ist unvermeidbar. Und wenn diese Rezession kommt, muss die Fed die Zinsen senken. Und das ist ja dann gut für diese Tech-Aktien. Das ist offenkundig die Logik. Wir sehen hier in der linken Grafik, dass das ja eine Zeit lang gut funktioniert hat. Dann allerdings 22 ging das schief. Seitdem geht es wieder gut. Wir sehen hier rechts, dass auch diese großen Unternehmen natürlich in der Regel margenstärker sind als die kleineren Unternehmen. Derzeit ja Long Big Take, der Most Crowded Trade, also der am meisten gespielte Trade. Jetzt gucken wir uns mal aber an, ob das wirklich der sichere Hafen ist. Hier etwa mit Apple, das ist ja sozusagen etwas gewesen, was in der Bankenkrise in den USA stark gelaufen ist. Oh, Tech ist doch sicher, wir gehen alle in Apple. Aber wenn man mal vergleicht Apples Umsätze und die Industrieproduktion in den USA, dann gibt es da eine absolute Konkurrenz. Apple ist ein Zykliker, wie auch die großen Tech-Unternehmen inzwischen ja keine Wachstumsunternehmen mehr sind. Das sehen wir ja teilweise auch an den Umsätzen, die da passieren, sondern sie sind Zykliker geworden, sie sind abhängig von der Konjunktur. Dementsprechend, wenn ich wirklich eine Rezession erwarte, wie diese Player hier am Markt, die ich vorhin zitiert habe, dann müsste ich vorsichtig sein mit Apple, weil die werden weniger iPhones verkaufen, werden dann weniger Dienstleistungen über den Apple Store anbieten können, etc., etc. Und jetzt haben wir wieder das Niveau erreicht, wenn wir den Tech-Sektor in Relation zum S&P 500 nehmen, das wir in der Pandemie zuletzt hatten, als ultralaxes Geld der Fall war. Derzeit ist aber der Zins bei 5% oder 5 bis 5,25% in den USA und auf dem Hochpunkt der Dotcom-Blase. Also hier sehen wir schon, wie die Dinge sich wiederholen, und rechts sehen wir die Differenz zwischen dem S&P 500 und der Erwartung für die Wirtschaft. Die Erwartung für die Wirtschaft ganz unten, aber der S&P 500 eben nicht. Und so ist es die Marktbreite, die fehlt. Heute, wie gesagt, eine Ausnahme, aber nur 42% der Aktien handeln über ihrem 200-Tages-Durchschnitt. Und der S&P 500 hat nie einen Boden gemacht, bevor eine Rezession angefangen hat. Und wenn jetzt alle die Rezession erwarten und trotzdem meinen, dass die Aktienmärkte steigen, weil man dann eben in Big Tech investiert, dann sehe ich darin einen Widerspruch. Hier sehen wir mal diese Seitwärtsbewegung beim S&P 500, die jetzt scheinbar nach oben ausgebrochen, heute ja auch zunächst mal steigende Kurse, aber die Frage ist, ob das wirklich diese kraftvolle Bewegung ist. Im Grunde sind wir innerhalb einer Range beim S&P 500 in den letzten zwei Wochen von 50 Punkten. Die Bollinger Bänder ziehen sich immer weiter zusammen. Das spricht für eine größere Bewegung. Outside of the two largest asset bubbles in the past 50 years war der S&P 500, was die Price-Earnings-Ratio betrifft, also praktisch das Bewertungsniveau, könnte man übersetzen, noch nie so teuer. Also wir sehen, wir starten jetzt, wenn das ein neuer Bullenmarkt ist, von sehr hohen Bewertungen in jeder Hinsicht. Aber heute nochmal Optimismus. Hopes for debt breakthrough lift US equity futures. So hat es angefangen. Wir sehen aber nach wie vor große Nervosität an den Anleihenmärkten und wir sehen nach wie vor, dass der Dollar zulegen kann. Eigentlich ein Widerspruch zu dem, was an den Aktienmärkten passiert. Das heißt, die Anleihenmärkte wie auch die Devisenmärkte sind da etwas weniger optimistisch. Heute wollen sich Banker wie Jamie Dimon mit Jack Schumer treffen von den Demokraten und da ein bisschen sprechen. Ein Demokrat hat jetzt gesagt, also das Abgeordnetenhaus hat ja hier so einen Lösungsvorschlag gebracht, von den Republikanern inspiriert, den werde ich auch unterschreiben, weil einfach die Gefahr zu groß ist, aber das dürfte nicht die Mehrheitsmeinung sein. Hier sagt Sven Hendrik, naja, stell dir mal vor, und das ist genau das Größenverhältnis, du hast 32.000 Schulden und Dollar, 32.000 Schulden und hast aber nur noch 87 Dollar zur Verfügung. Genau das ist die Situation, die derzeit der Fall ist. Janet Yellen hat ja noch 87 Milliarden Dollar in Reserve. Dann ist finito. Global sind die Schulden jetzt auf 304,9 Billionen Dollar gestiegen. Das nur am Rande. Und dann sollte Biden heute eine Pressekonferenz geben. Chuck Schumer von den Demokraten. Ich bin hoffnungsvoll, dass wir so bald wie möglich einen Deal haben werden. Der Bondmarkt ist das nicht. Und dann kam diese Pressekonferenz von Joe Biden. Ja, wir werden unsere Diskussion fortsetzen. Ich bin am Sonntag wieder da und werde dann gleich eine Pressekonferenz einhalten. Bis dahin werden
abhalten. Bis dahin werden die Teams miteinander sprechen. Und dann wurde er noch gefragt, naja, aber gibt es denn irgendwelche rote Linien? Und dann sagte er, ja, zum Beispiel alles, was mit dem Medical Aid zu tun hat. Also praktisch diese ganze Medicare-Geschichte, alles sehr komplex in den USA. Aber das heißt, es gibt sehr viele rote Linien. Die nächste rote Linie zeigt hier schon mal generell vier Frau Octavio Cortez an von den eher linken Demokraten. Also wenn der jetzt einen Kompromiss mit den Republikanern macht, so sagt sie, das wäre extrem destruktiv und wir würden da praktisch alles zurückweisen, was da an Konzessionen entsteht oder angeboten werden würde. Das heißt, wir haben selbst ja bei den Republikanern große Schwierigkeiten, wie die Abstimmung gezeigt hat. Und bei den Demokraten wäre das sicherlich auch so. Und jetzt kommt noch dazu, dass ein zentraler Punkt für Biden extrem wichtig ist, nämlich diese Millennials, die studiert haben, die also Studentenkredite haben. Und da hat Biden ja die Rückzahlung dieser Studentenkredite, unter der viele Amerikaner wirklich schwere finanzielle Belastungen haben, ausgesetzt. Die Republikaner sagen, aber das muss wieder anfangen. Damit würde Biden sein Wort brechen. Und dadurch entgehen natürlich dem Staat auch durchaus Einnahmen, wenn diese Studentenschulden nicht zurückgezahlt werden. Aber Biden würde wortbrüchig und diese Familien, die da dranhängen, beziehungsweise nicht mal Familien sind, weil diese Millennials sich gar keine Kinder leisten können, die würden in arge Schwierigkeiten kommen. Und so bin ich bei diesem jungen Mann, nämlich Jeffrey Solomon, der Präsident von TD Cowen, der sagt, okay, die Märkte unterschätzen das Risiko, das da ist. Nach wie vor ist die Wahrscheinlichkeit ja gut, dass man sich einigt, wenn auch vielleicht ein bisschen spät oder sogar zu spät. Vielleicht werden da wieder ein paar Behörden zugeschlossen. Aber man ist, glaube ich, zu optimistisch, dass das alles so glatt läuft und wir bald einen Deal haben. Dementsprechend ist die Chance zu gering bepreist, dass etwas schief geht. Das gilt zumindest für die Aktienmärkte, nicht für die Anleihenmärkte und die Devisenmärkte, die dieses Risiko ja deutlich sehen. Hier sehen wir mal der Dollarindex, deutlich gestiegen. Wir sehen nach wie vor, dass Rohstoffe unter Druck sind, Kupfer und andere. Da gibt es Schwierigkeiten, weil eben die Zahlen etwa von Home Depot gestern, heute Target nahelegen, dass es wirklich schwierig wird für den Konsumenten. Wir sehen, dass man praktisch hier seitens von Target gesagt hat, dass die Verkäufe im März nachgelassen haben und dann sich noch weiter verschlechtert haben im April. Ähnliches hatte auch gestern Home Depot gesagt. Und ein anderer Bereich sind die sogenannten Autokredite in den USA. Hier eine sehr gute Zuschrift, die mich erreicht hat per Mail, der hier nochmal darauf hinweist, dass es in den USA ist, ähnlich wie in der Finanzkrise, wo wenn du praktisch ein Haus gekauft hast, aber deinen Kredit nicht mehr bedienen kannst, dann gibst du einfach der Bank den Schlüssel zurück und sagst, okay, damit ist deine Schuld erloschen, aber das Haus ist halt weg. Und so ist es in den USA allermeistens auch bei diesen sogenannten Autos. Das heißt, du kaufst dir ein Auto auf Pump, machst das auf Kredit, kannst das Auto nicht mehr bezahlen, dann fährst du das Auto wieder zurück, gibst den Autoschlüssel zurück. Aber das bedeutet, dass dann, wenn viele jetzt in Schwierigkeiten kommen, und das deutet sich an, dass dann eben nicht nur solche Verleiher praktisch auf dem Restwert sitzen, dass da praktisch eine Schwemme kommen kann, sondern das würde bedeuten, vor allem regionale Banken, die ohnehin ja schon unter Druck sind, Lending-Plattformen und Autohändler würden dadurch sehr, sehr stark unter Druck kommen. Jetzt nochmal ein bisschen Geopolitik und etwas sehr Wichtiges, wie ich glaube. Die USA und die EU wollen weitere Beschränkungen machen, nicht nur bei etwa jetzt Exporten von Chips, sondern eben auch von Investitionen. Und das bedeutet, dass China weitgehend wahrscheinlich auf westliches Kapital verzichten muss, sodass da die Schwierigkeiten wahrscheinlich noch größer werden. Ist geopolitisch aus meiner Sicht von ganz, ganz großer Bedeutung, was derzeit die G7 da verhandelt. Und von großer Bedeutung auch der Abschied heute von Scheich Abu Ghraib. Herr Greichen musste gehen. Es waren dann die bösen Anfeindungen und Lügen rechtsextremer und pro-russischer Accounts offenkundig. Das ist ja ganz unerträglich. Greichen hat Großes geleistet. Ja, er hat es geschafft, unseren Strom sehr viel teurer zu machen. Und diese, wie ich finde, sehr fragwürdige Wende hin zu einer totalen Elektrifizierung zu gehen. Er ist ja praktisch der Einflüsterer von Robert Habeck. Und das Problem ist, dass das deutsche Stromnetz für diese totale Elektrifizierung, also dass Wärmepumpen mit Strom, dass Autos mit Strom laufen, dass das nicht funktionieren wird. Abschließend, meine Damen und Herren, und das ist noch
ein wichtiger Bereich Gewerbeimmobilien. Das Ganze beginnt jetzt auch in Deutschland, in den USA ohnehin schon diese Preise für Gewerbeimmobilien unter Druck. Heute dann die Meldung, die Deutsche Bank will ihre Büroflächen um 40% reduzieren. Das heißt, da wird dann mehr Leerstand kommen, das wird die Preise für die Gebäude nach unten bringen. Das ist ein Rattenschwanz, der hochgefährlich ist aus meiner Sicht, weil da viele hochgehebelt sind, sowohl die Banken selber, die Kredite vergeben haben, als auch eben die Besitzer dieser Immobilien. Erste Empfehlung. Und zweite Empfehlung, warum steigt Gold eigentlich nicht? Müsste doch eigentlich steigen, tut es aber nicht. Warum das so ist, lesen Sie in diesem Artikel, also diese zwei Empfehlungen. Morgen mache ich einen Videoausblick am Feiertag, aber kein Markeflüster. Am Freitag dann ein Videoausblick, aber auch kein Markeflüster. Also ich sage jetzt erstmal Servus, schönen Feiertag, bis morgen Vormittag. Ciao.